Der Tag ist endlich hier. Es ist endlich so weit. Oh mein Gott. Das muss ich rausbieten. Ansonsten cancelt YouTube mir das Video. Nichtsdestotrotz. Oh mein Gott. Seht euch dieses wunderschöne Ding hier an. Es ist hier in meinen Händen. Oh mein Gott. Durch Krieg und Krankheit hat es seinen Weg hierher gefunden. Und das ist, ehrlich gesagt, ein Tag vor Release ziemlich imposant. Nichtsdestotrotz, ihr seid hier, um zu sehen, was in diesem wundervollen Paket drin ist. Daher möchte ich mir natürlich die Ehre zukommen lassen, euch zu zeigen, wie... Hört man eigentlich den Verkehr von draußen? Er ist eigentlich mega laut, aber hier sind es einfach fast 24 Grad in diesem Raum, Alter. Nicht in Ordnung. Auf jeden Fall, ich möchte euch zeigen, was hier so drin ist. Euch ein paar Close-Up-Shots von dem ganzen Ding geben, damit ihr auch seht, was ihr bekommt, wenn ihr das Ding gekauft habt. Und dann habe ich noch eine ganz coole Ankündigung für euch, aber erst am Ende des Videos. Daher, schön zu Ende gucken. Ich sehe das an der Watchtime. Gut, wir haben auf jeden Fall hier die Vorderseite, wo wir schon sehen, es ist eine Switch. Wahnsinn. Und es ist eine besondere Switch, denn es ist die Animal Crossing. Es ist tatsächlich einfach nur die New Horizons Edition. Ich glaube, in Amerika heißt das Ding Aloha Edition, aber hier ist es einfach nur die New Horizons. Die New Horizons Edition. Wir haben hier vorne ein wunderschönes Artwork des Spiels, plus halt, dass wir sehen, der ganze Kram ist ab 0 freigegeben. Das heißt, selbst Neugeborene können das spielen. Dann haben wir hier einmal die Info, dass Animal Crossing New Horizons mit als Download-Code reingelegt wurde. Das bedeutet, ihr bekommt keine Box. Ihr müsst tatsächlich bis Mitternacht warten, bis das hier funktioniert. Und dann sehen wir natürlich die Konsole selber inklusive der Joy-Cons, welche exklusiv nur mit dieser Konsole in den Pastellfarben erhältlich sind. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Auf der Rückseite haben wir ein einfaches Artwork mit den paar Charakteren und den Dodo Airlines. Hat ein bisschen was von einem verschickten Paket, ehrlich gesagt. Ansonsten ist das Interessanteste schlicht und ergreifend hier noch, dass man hier so ein bisschen sieht, wie die Switch vorne und hinten aussieht. Dass man halt einmal halt die Sicht vorne hat und dass man hinten sieht, dass die Joy-Cons tatsächlich weiß sind und nicht komplett farbend. Auf der anderen Seite sieht man nochmal, was da so alles drin ist. Also Konsole, Joy-Cons, Kabel, Dock und was dazugehört. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde die Packung jetzt aufmachen. Oh fuck, das klappt besser als ich dachte. Nice, okay, brauchte ich die Schere gar nicht. Kann man nachher wieder dran kleben und als neu verkaufen. So, dann kommt hier der Moment, auf den alle gewartet haben. Seht sie euch an, ist es nicht wunderschön? Ach, für alle, die noch nie eine Switch gesehen haben. So sieht sie aus. Relativ unspektakulär. Großer schwarzer Rand, kleiner Bildschirm. Auf der Rückseite haben wir ein Logo und hier ist der kleine Stand, den man dann so rauspoppen kann und dann kann man die ganze Geschichte hinstellen. Dann haben wir hier die beiden Joy-Cons, welche einfach mal beide unfassbar hübsch sind. Diese Farbtöne sind einfach so, sie sind so sanft. Und trotzdem so hübsch. Das sollte ich vielleicht nicht zeigen. Hier steht der Download-Code drauf. Nicht, dass den aus Versehen noch wer sieht und dann heimlich das Spiel selber registriert. Das wäre echt doof. Den packe ich mal nach hier. So, dann haben wir noch die Joy-Con-Straps in den passenden Farben zu den Joy-Cons. Und dann natürlich hier das Wichtigste, das... Ich würde sagen, das Joy-Con-Deck. Das Switch-Dock, welches einfach als erstes offiziell, glaube ich, ein Custom Design hat. Es ist halt komplett in einem beige, grau, dunkel, definitiv nicht weißen Ton gehalten und ich finde die Zeichnung so hübsch. Seht es sich an, wie schön es einfach aussieht. Es ist so ein hübsches Dock. Holy shit, Brudi. Ja, ich stehe drauf. Und es ist so stabil. Packen wir den Kram doch einfach mal rein und gucken, wie das dann am Ende aussieht. Das ist doch mal ein bisschen hübsch, würde ich sagen. Doch natürlich ist nicht nur das hier wunderschön, sondern auch die Rückseite der Switch-Konsole ist etwas, was man definitiv auch hervorheben sollte. Ich weiß gerade gar nicht, ob man das so gut sieht. Denn hier ist tatsächlich auch so ein bisschen was Mustermäßiges am Abgehen auf der Rückseite, dass wir da verschiedene kleine Icons und Muster der Bewohner und der Gegenstände und so weiter haben und so kleine Wellen, die so ein bisschen das Meer zeigen sollen. Es ist halt echt eine coole Konsole geworden, finde ich. Nicht zerkratzen, nicht zerkratzen, nicht zerkratzen. Okay, es hat geklappt. Und ja, das ist die Animal Crossing Switch Konsole. Was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, sind die Stromkabel, aber ich glaube, die sind jetzt auch nicht so mega interessant. Und ja, ich glaube, das Ding ist mittlerweile überall ausverkauft, aber...
Ich habe eine zweite und die gebe ich euch. Doch nicht in diesem Video. Wie ihr diese gute Geschichte bekommen könnt, das erfahrt ihr auf meinem Let's Play-Kanal, sobald das Let's Play von diesem Spiel startet. Also am 19.03. 16 Uhr. Seid dabei. Entsprechend, falls ihr Bock habt, so ein Ding zu gewinnen, dann sowas von meinen Let's Play-Kanal abonnieren und einfach Glück haben. Wie gesagt, wie ihr die ganze Geschichte bekommen könnt, erfahrt ihr dann in dem Let's Play selber. Da werde ich dann alles detailliert beschreiben, was ihr machen müsst. Und keine Sorge, es ist nicht kompliziert. Das kann jeder machen, jeder kann damit machen. Jeder hat eine Chance, das Teil zu kriegen. Und ja, ich werde mich jetzt in die Tiefen von Animal Crossing New Horizons stürzen. Hoffentlich mit euch zusammen. Und hoffentlich wieder viele, viele Jahre mit dem Spiel füllen. Vielleicht mit euch an der Seite. Daher, falls ihr mehr solche Geschichten möchtet, lasst gerne ein Abo da auf diesem Kanal ebenfalls. Abonniert einfach beide Kanäle, dann habt ihr einfach immer das volle Mu-Entertainment-Paket, was niemand missen sollte. Und ja, falls ihr irgendwie Fragen zur Konsole haben solltet oder sonst irgendwie, dann ab in die Kommentare damit. Und ansonsten, mehr habe ich nicht zu sagen. Daher danke ich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich auf dem Let's Play-Kanal wieder.